Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie immer, auch selbstverständlich, Engler und Drum zu einem neuen Part Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Heute begeben wir uns auf die Route, lass mal nachgucken, 3 wird es vermutlich sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber das ist noch nicht die Route, das ist nur so ein Vorpark hier mit einem Vogel-Pokémon als Dingens geschnitten, als Hecke. Wir laufen ein paar Trainer rum, ein Pikachu, so sieht es zumindest aus. Und noch ein Vogel-Pokémon, wunderhübsch geschnitten. Die Hecke. Und hier haben wir einen super Ball. Das ist aber super, dass ich hier einen Ball finde. Kann ich gleich mal Ball spielen? Ein Springbrunnen in der Mitte. Oh oh. Lasst uns nicht erwischen. Versteckt mich hier zwischen den Hecken. Da kann sie mich nicht sehen. Hecken sind ja auch groß genug. Hier komme ich nicht lang. Da müsste ich surfen können. Das kann ich noch nicht. Hab erst den ersten Orden bewältigt. Das ist noch ein Pikachu-Dingens. Noch ein Pikachu-Dingens. Und der alte Mann, der wird uns bestimmt etwas sagen. Oho, glitzert mir da etwa ein Arena-Orden entgegen. Das beweist, dass du eines auf den Kasten hast. Die kommenden Gefahren wirst du bestimmt trotzen. Da sind wir auf Route 3, habe ich doch richtig geraten. Und wo sind wir hier? Route 3, wusste ich schon. Was machen wir hier? Oh, gleich 2 Trainer auf einen Schlag. Erstmal müssen wir hier dann vorbei gucken. Oh, die Pokémon-Pension. Da gucken wir natürlich auch rein. Was stand da? Hier sind die Pokémon in guten Händen. Das bezweifle ich nicht. Was mit dir, du kleiner Fratz? Hin und wieder lässt man mich mit den Pokémon spielen. Das freut mich außerordentlich für dich. Oh, ein Rocker. Hier, mitten in der Pokémon-Pension. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension abgeholt. Es hat neue Attacken gelernt, seit ich dort abgegeben habe. Man muss aufpassen, denn Pokémon können höchstens 4 Attacken lernen. Okay. Ich bin die Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. Na, sollen wir eins bei uns aufnehmen? Wie bitte? Aber. Wenn du das Pokémon bei mir lässt, dann hast du ja nur noch ein einziges bei dir. Was hältst du davon, wenn du noch ein paar Pokémon fängst und dann wieder vorbeikommst? Ach stimmt, ja, ich habe nur 2 Pokémon-Teammitglieder. Das geht natürlich nicht. Und dass ich mit einem Pokémon rumziehe. Und was mit dir? Wer bist du? Ein buntes Haus. Oh, oh, dein Pokémon-Team. Das sieht ja gar nicht gut aus. Lass es hier eine Weile ausruhen. Yay, Team wieder komplett geheilt. Es war schon geheilt. Haben wir im letzten Part im Pokémon-Center geheilt. Scheint ein Kindergarten zu sein hier, wie es aussieht. Also ich muss schon sagen, die Jungs benehmen sich echt wie Kleinkinder. Öh. Aber du, Mädchen, bist besser. Hast du schon vom Doppelkampf gehört? Ja, habe ich schon mal gehört. Ist interessant. Oh, wie ich sehe, trägst du ja bereits einen Arena-Orden. Dann weißt du gewiss auch, was das Besondere am Doppelkampf ist, nicht? Die Trainer lassen ja 2 Pokémon zum Kampf antreten. Doppelt hält besser, wie man so schön sagt. Okay. Da stellen wir mal die Kinder hier bei ihrem Kinderspiel. Hua! Folge ich ihm, weil er wegläuft, oder dann läuft er weg, weil ich ihm folge.
Je nach Sichtweise verändert sich oft auch die Wahrheit. Philosophie im Kindergarten, alles klar. Glaube ich dir, dass du so philosophierst. Und hier muss ich mal zwischenlaufen und zack, nein, schaff's nicht. Zack, jetzt habe ich ihn angesprochen. Waha! Yoshi! Ich bin übrigens die Tochter des Ehepaares, das die Pokémon-Pension nebenan führt. Ja, ganz recht. Bei uns packt's die ganze Familie mit an, um den Laden hier zu schmeißen. Es ist eine wunderbare Arbeit. Ganz gleich, ob es um die Erziehung von Pokémon oder Menschen geht. Oh. Schön zu wissen. Ich werde auch mal raus. Mal mit den Leuten hier draußen reden. Hier in dieser Tagesstätte ist der Pokémon-Kampf sehr beliebt. Wenn du dich ins hohe, wenn du dich in den Garten begibst, wirst du sicher herausgefordert. Bei den Kindern hier? Oha! Das ist wohl die Erzieherin. Solange ich von den Lachen der Kindern und Pokémon umgeben bin, kann mir so schnell keiner was anhaben. Doch, na klar. So, hier haben wir zwei Pokémon. Erzieherin. Meinhardis. Der ist echt Meinhardis? Okay. Das scheint bei ihr Nachname, aber trotzdem ein ulkiger Nachname. Blut bringt natürlich hier extrem. Gegen Yorklef. Ja. Wie ihr erkennen konntet. Silberblick. Natürlich sind wir hier erst in Part 6. Das ist dementsprechend noch nicht sehr ultimativ, mein Pokémon-Team. Also, ich habe nur Blut und Tackle. Ist halt noch nicht. In Level 80, falls ich das überhaupt mal erreichen werde. Normalerweise komme ich so Level 50, Level 60, maximal Level 70 im Verlauf der Spielgeschichte. Nitro-Ladung. Ja, das ist schon ein Fortschritt. Da wird natürlich Schnüffler vergessen. Warte, wer braucht denn Schnüffler, wenn er Nitro-Ladung hat? Nitro-Ladung erlernt. Sumiam, ach, das willst du einkämpfen. Einkämpfen ist ein gutes Wort. Einsetzen meine ich natürlich. Das sieht ja aus wie ein Schweine-Embryo. Durften wir schon im letzten Part in der Traumrache begegnen. Jetzt haben wir es auch in einem Pokémon-Kampf. Ist noch Blut dazu. Und schwupp ist das. Schweine-Embryo besiegt. Zack. Erzieherin Meinhardis wurde besiegt. Oha, sehr gut, super. Du bist mega stark. Irgendwie nicht Geld verdient. Und weiter geht's. Verdienen wir auch ein bisschen Geld von den Kindern? Rauben wir den Kindern ihre Taschen jetzt? Alles klar. Machen wir doch glatt. Hey Trainer, komm mal, lass uns kämpfen. Ist ja heute wie im Kindergarten. Nein, warte, das ist ein Kindergarten. Ein Pokémon. Sodamak. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Meinem Ben gegenüber. Aber ich hab ja auch noch Tackle. Könnte ja eventuell was bringen. Nur das Krebs zwar, aber. Wow! Das bringt aber erstaunlich viel. Silberblick. Na toll. Jetzt habe ich ein Kleinkind besiegt im Kampf. Da fühle ich mich ja heldenhaft. Ah, mir sind die kampffähigen Pokémon ausgegangen. Das sind die Worte eines Zweijährigen. Mir sind die kampffähigen Pokémon ausgegangen. Genau das ist der Wortschatz eines Zweijährigen. Gut gemacht, mein Game Freak. Ihr habt auch selbst keine Kinder, oder? Ja, ich meine, ich habe auch keine Kinder, aber komm. Und dazu muss man nicht Kinder haben, um zu wissen, wie der Wortschatz eines Zweijährigen ist. Hallo? Der kennt doch das Wort, wie war das nochmal, kampffähig, doch nicht.
Komm, Trainer, du wirst jetzt gegen mich kämpfen. Gut, auch nach dem zweiten die Taschengedanke nimmst. Und wir sind heute richtig heldenhaft, ihr bemerkt schon, wir besiegen kleine Kinder und gucken und kämpfen und knüpfen ihnen Geld ab. Das ist so lobenswert. Ich weiß nicht, was sich das Spiel dabei denkt, aber gut. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Jadwiga hieß die. Komm schon, Trainer, das war einfach noch viel zu stark für mich. Das ist der 40 Pokédollar. 40 Pokédollar verlangen wir von der. Was machen wir hier eigentlich? Noch ein Kind hier. Auch das wird natürlich ordentlich ausgenommen, wie es sich hier für einen Pokémon-Kampf gehört. Mal sehen, wie du gegen den Hyperstrahl schlägst. Nimm das! Oh Mann. Wieder nur ein Pokémon. Guck mal, wie klein der ist. Ich kann das doch nicht. Wie soll ich das denn so einem kleinen Kind antun? Das ist doch noch nicht mal 3 Jahre alt. Das wird so zwischen 1 und 2 Jahren alt sein. Man muss schon angucken, wie sein Lieblings-Pokémon Regimark hier dem Boden gleich gemacht wird. Das ist doch ein Trauma schon in der Kinder. Da ist doch klar, woher Team Plasma kommt, wenn hier die kleinen Kinder schon im Kindergarten platt gemacht werden. Ist doch klar, dass die traumatisiert durch die Gegend laufen und irgendwann sich solchen Flaschen wie Gezis anschließen und dort zu die Schule abbrechen und like Team Skull hier irgendwie eine Kuh von einem Stein haben. Das ist ja sehr verständlich. Wie denn auch sonst? Gut, das Ding hätten wir abgehakt. Hätten wir wieder mal ein paar kleine Kinder ausgenommen. So gehört sich das. Und auch noch diese beiden kleinen Kinder dürfen wir schön ausnehmen. 1 plus 1 macht. Genau. 3. Habe ich nicht falsch vorgelesen. Das stand da wirklich so. War keine Absicht. Habe ich ganz aus Versehen vorgelesen. Natürlich. So, füll mal hier. In der Schnelle die Attacken eingesetzt und nicht drauf geguckt. Bin ja völlig egal. Ich weiß jetzt nicht, was ich einsetze. Hauptsache der Kampf ist schnell vorbei. Wir sind ja nur 2 Trillio, Level 10. Das wird man hinkriegen. Obwohl Ben schon paralysiert und am Arsch ist. Aber ja, wir haben noch Lutz. Ihn wird das trotzdem hinkriegen. Wir werden es sehen. Er ist Level 11. Es ist im Bereich des Machbaren. Los! Rankenhieb! Es scheint etwas zu bringen. So. Noch einmal. Zack. Okay. Heuler. Fang nicht an zu heulen. Video. Heulen bringt nichts. Sterben wirst du sowieso. Ob nun jetzt oder wenn ich nochmal vorbeikomme mit aufgeladenen Pokémons. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, Pokémon ist die Mehrzahl von Pokémon. Ich hab's in der Hektik falsch gesagt. Verzeiht mir diesen Fehler. Yay, Level 12.
Lutz erreicht Level 12. Los, streng dich nochmal an. Oh nein, mein Pokémon anscheinend ist die Puste aus. Ich kann diesen Text nicht so schnell vorlesen. So, ich glaube, wir müssten eventuell mal noch kurz zurück mein Pokémon-Team heilen. Das ist leicht geschwächt. So, hier sind wir in der City. Schnell rennen hier. Pokémon heilen. Und weiter geht's. Weiter geht's auf die Strecke Nummer 3. Route Nummer 3. So, was erwartet uns hier? Oha, da kommen Scheren von hinten. Zwergi, warte. Lass uns testen, wer von uns beiden Träger ist. Oh, sprechen kann ich auch nicht mehr. Träger des Triordens stärker ist. Kampf gegen Scheren. Bam, bam, bam. Das rockt aber sowas von. Und der hat nur zwei Pokémon. Wie ich. Was für ein Zufall. Die Frage ist, ob er drei Pokémon hätte. Hätte ich schon drei Pokémon? Hat er immer die gleiche wie ich? Ja, ich weiß, hab selbst bemerkt. Feuerattacke gegen Otaro. Herrlich dämlich. Aber gut. Jeder macht Fehler. Fehler sind menschlich. Nobody's perfect. Bam, bam, bam. Oh nein. Und, ja, dämlich ist es nur noch, die Fehler nochmal zu wiederholen. Das ist reichlich blöd. Aber gut, das seid ihr ja mittlerweile von mir gewillt, dass ich das wiederhole. Und zwar sehr gerne. Komm, Otaro ist gleich besiegt. Halt aus. Halt aus, Ben. Halt aus, Floink. Immer Tackle. Zack. Haben wir es zu Schone getackelt. Möchtest du einen Pokémon wechseln? Nein, es wird weiter gekämpft. Solange Ben noch kann. Kämpft er weiter. Jetzt kann ich nicht Trollanung einsetzen. Jetzt ist es gut. Jetzt ist es angebracht. Hui! Das war effektiv. Zuschuss. Nein, danke, ich brauche keinen Zuschuss. Was? Wieso kann der Wasser attacken? Wieso kann Pelio Wasser attacken? Ich gebe mir gleich mal die Mühe, das vorzulesen, was Scheren da gerade gesagt hat. Ist eh zu schnell weg. So. Was? Noch nicht? Ein KP ist ihm verdient. Was soll denn der Mist? Aquaknarre! Lucantino! Aquaknarre! Das gibt's doch ja nicht. So. Haben wir's doch noch geschafft. Wieso nur? Dabei haben wir doch etwa gleiche Pokémon. Ich hör auf, das vorzulesen. Macht keinen Sinn. Verstehe, so kämpfst du also. Aus dem Weg da. Oh, Team Plasma. Was ist denn mit denen los? Was war das denn jetzt? Hoppla, Bell, warum meinst du denn so? Sag mal, wo sind die denn hingelaufen, diese Typen? Wo sind denn die hin? Die sind dort lang, aber nun sag schon, warum seid ihr so in Eile? Oh, schon weg. Die haben aber so schnell, sie haben sich so schnell verkrübelt. Und was wird nun aus meinem Pokémon? Dann mach dir doch keine Sorgen. Alles wird gut. Also weine bitte nicht. Sag schon, Bell, warum seid ihr eben so gelaufen? Halt dich mal gut fest. Diese Typen von ihm haben diesem Mädchen hier seinen Pokémon weggenommen. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt?
Na los, Peggy, wir holen das Pokémon zurück. Belle, du bleibst hier bei den Mädchen. Ach, muss das sein? Muss das unbedingt sein? Will mich nicht schon wieder mit dem Plasma anlegen. Aber gut, wenn es sein muss. Für das Mädchen tue ich das. Diese Kerle sind hier reingelaufen. Zwergi, du hast doch alle nötigen Vorbereitungen getroffen, oder? Nein, aber komm, los geht's. Dann lass uns mal hineingehen. Gegen den Plasma schaffe ich das auch unvorbereitet. Was? Achso, das ist nicht den Plasma, sondern ein wildes Fleckneul. Okay. Nein, kein Interesse, ich brauche kein Fleckneul. Was, Flucht gescheitert? Och man, ich hasse einfach solche Pokémon, die Flucht scheitern lassen. Ist doch nicht fair. Komm, lass mich hinkommen. Wie wollte ich gerade sagen, da ließ es mich entkommen. Zwergi, bei denen stößt man nur auf taube Ohren. Echt ein lästiger Haufen. Lästiger Haufen. Als ob ein solches Kind Pokémon adäquat behandeln könnte. Da können einem Pokémon noch nur leid tun, oder? Nicht? Mit einem Pokémon verhält es sich nicht anders. Gib sie uns. Ach was, wir nehmen sie uns einfach. In einem Pokémon-Kampf. Team Plasma gegen Team Zwergfürst. Nur ein Pokémon. Ja. Lauch. Ich setze nur Blut ein. Das wird wahrscheinlich so oft reichen. Oder auch nicht. Setze halt nochmal Nitro-Ladung ein. Hätten wir es auch. Nagelot setzt nur Geduld ein. Und soll er machen. Ja. Hat mich keine Mühen gekostet. Ich bin Plasma-Rippe besiegt. Oh, nee. Wieso, weshalb, warum? Wir sind im Recht. Wie können wir da verlieren? Gut gemacht, Zwergi. Los, gebt uns jetzt das Pokémon zurück. Warte. Du brauchst es nicht zurückzugeben. Oh nein, noch mehr von diesem Aslaks. Es ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden, man stellt sich uns auch noch in den Weg. Ihr seid zu zweit und wir auch. Wir demonstrieren euch jetzt unseren Zusammenhalt. Dann erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind. Ein Scheiß seid ihr. Entschuldigt mal, aber ein Scheiß seid ihr im Recht. Da muss irgendwo ein Nest von denen sein. Ihr seid nicht weiter als Pokémon-Diebe. Und daher mal lieber ganz still. Zwergi, wir zeigen Ihnen jetzt mal, dass man sich mit Sandkastenfreunden besser nicht anlegt. Ich weiß nicht, inwiefern wir Sandkastenfreunde sind, aber ich kenne dich erst noch seit sechs Parts. Na gut. Ich kämpfe trotzdem gerne mit dir. Zwei Nagelots. Gegen ein Otaru und ein Floink. Ist ja wohl ein Witz. Halte ich für ein Witz. Scanner. Das ist dein Ernst. Scanner. Was? Hat denn nicht funktioniert, die Attacke? Lass machen. Achso. Ist nach. Dingens hat das eingesetzt, Otaru hat das erstmal eingesetzt. Los! Ja komm, hätte ruhig ein bisschen stärker sein können. Nein! Ben! Hat der einfach mein Ben besiegt? Da muss halt Lutz her. Mein Zweierteam. So, Rankenhieb. Vielleicht bekommen wir irgendwann ein drittes Teammitglied, das wäre praktisch. Ja, das wäre gut fürs Team. Mal ein neues Mitglied zu bekommen. Aber bestimmt nicht mehr in diesem Part. Der muss nicht gleich zu Ende sein. Sehr gleich. Das heißt, denke ich sehr bald, aber
Mir Schnupper. So. Ist doch bald besiegt. Zack. Ein Nagelotz haben wir und das andere hat auch nur noch ein paar, ein winzig kleines bisschen KP. Einmal Rankenhieb und dann hätten wir es auch. Zack. Besiegt. Team Plasma wird besiegt. Lang lebe Team Plasma. Moment mal, habe ich etwa verloren? Wie konnte Team Plasma wohl aus gegen ein schwächliches Team verlieren? Die kann man besiegen. Nicht kleine Kinder aus dem Kindergarten. Die. Team Plasma-Rüppel. Die kannst du bekämpfen. Das macht sogar einigermaßen Spaß. Wir nehmen den törichten Menschen die Pokémon weg und befreien diese von ihrem schrecklichen Joch. Echt ein lästiger Haufen. Was für ein Grund sie auch anführen mögen, den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen. Also, das geht gar nicht. Ja, Trainer, ihr bedeutet die Pokémon doch am meisten aus. Ihr beutet die Pokémon am meisten aus. Wieso sollten Trainer ihre Pokémon ausbeuten? Das ist doch Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben. Aber es kann einem nur leid tun unter eurer Tyrannei. Eines Tages werden wir eure eigene Dummheit erkennen. Werdet ihr eure Sprechen ist heute auch nicht meine Stärke. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen so über sich hinaus. Ich verstehe nicht, wieso einen die Pokémon leid tun sollten. Also Zwergi, ich bringe ihr das Pokémon zurück. Und ich komme mit. Lass mich nicht in der Höhle allein. Wir könnten lauter Golbert sein. Route 3. So. Da sind wir zurück. Tausend Dank euch beiden. Ihr seid so genial, Zwergi. Zu zweit habt ihr das Pokémon zurückgebracht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, Freunde wie euch zu haben. Ich bin dir so unglaublich dankbar. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Heilball erhalten. Das finde ich doch super. Wenn du damit ein Pokémon fängst, wir haben seine KP wieder vollständig aufgefüllt. Also dann, ich bringe das Mädchen nach Hause. Bis später, Zwergi. Tschüss. So, und wir schnappen uns noch dieses Item hier und beenden dann den Part. Super Tank. Ja, super. Das ist nicht super. Ein Elizebra. Okay. Und das wird auch nicht mein drittes Teammitglied. Nein, aber nein, danke. Ich fliehe lieber. Was? Flucht gescheitert. Ich sagte bereits, ich hasse so etwas. Lass mich entkommen. Danke sehr. So, und dann beende ich diesen Part und sage, ich hoffe, euch hat es gefallen. Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Bewertet diesen Part, wie es euch gefällt. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und was passiert hier mit der Landschaft? Sie verdunkelt sich. Habt ihr das gesehen? Es ist irgendwie blauer geworden. Ist jetzt etwa Winter geworden? Was? Ist jetzt von Herbst auf Winter gestiegen? Glaube ich nicht. Egal. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Haut drinne. Teilt dieses Video weiter. Zeigt es eurem Meerschweinchen. Zeigt es eurem Hund. Zeigt es eure Katze. Ich gehe davon aus, dass ihr alles drei habt. Ist ja klar. Man hat auch drei Haustiere auf einmal. Laber dich, Zwergenfürst, beenden diesen Part. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.